Nordwestafrika. Tausende Quadratkilometer trockene, dürre Wüste. Vor der Küste im Atlantik liegt ein abgeschiedener Archipel. Sieben Vulkaninseln. Jede ist eine Welt für sich. Warme Meeresströmungen vom Äquator mischen sich hier mit kalten aus dem Nordatlantik. Aus der Tiefsee quillt Plankton an die Oberfläche. Großfische und Meeressäuger verschiedener Klimazonen treffen rund um die Kanarischen Inseln aufeinander. Über Wasser bringen Passatwinde Leben auf die Insel. Auf ihrer langen Reise über den Ozean nehmen sie Feuchtigkeit auf und ermöglichen eine atemberaubende Vielfalt an Pflanzen und Tieren. Vor Jahrmillionen wurden die Kanarischen Inseln aus der Tiefe des Ozeans emporgehoben. Meeresströmungen und Winde schufen einzigartige Landschaften, in denen neue Arten entstanden. Der Archipel im Atlantik wurde zu seinem eigenen Universum. Auf den Kanaren gibt es nahezu alle Klimazonen. Subtropische Nebelwälder treffen auf karge Vulkanlandschaften. Und schneebedeckte Gipfel. Abgeschnitten vom Rest der Welt führen Tiere und Pflanzen ein Leben am Limit.